Siri, ruft der Micha von der Rheintrans an. Hallo Micha. Ja, Jami hier. Du, ich wollte mich bei dir bedanken für dieses Geschäft mit Caterpillar, das du mir da zukommen hast lassen. Ja, ja, ich bin für dich schon unterwegs in Frankreich. Ja. Genau, erste Fahrt für Caterpillar. Ja, und wie gesagt, besten Dank dafür. Bringt echt gute Kohle, kann ich wirklich gut gebrauchen. Du weißt ja, ich vergrößere gerade das Unternehmen. Ich möchte da so mindestens einen Zug dazu nehmen, beziehungsweise einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen, ja. Genau, das wäre so mein Ding. Ja, wie gesagt, besten Dank für diese Vermittlung von dir mit dem Geschäft. Und die nächsten paar Kölsch, wenn ich in Köln bin, die gehen natürlich auf mich. Da gehen wir vielleicht zu Papa Joe in den alten Klimperkasten. Genau. Da werden wir ein oder zwei oder 15 oder was auch immer dann trinken. Auf das neue Geschäft. Genau, genau. Okay, Micha. Ich muss mich echt konzentrieren. Vor mir fährt der Begleiter. Ich möchte da keinen Frachtschaden draufbringen oder was auch immer. Wir hören uns. Ich melde mich auf alle Fälle, wenn ich in Köln bin. Ja, super. Danke nochmals. Danke. Ciao. Ja, hallo Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, ich bin momentan schwer beschäftigt in jeder Art und Weise hier mit diesem Schwerlast. Dieses Geschäft, was mir der Micha von Rheintrans hat zukommen lassen. Und ich habe da einen Kondensator, einen Industriekondensator auf meinem Auflieger drauf oder auf diesem Auflieger, der gehört dann nicht mir klarerweise. Ein 60-Tonnen-Teil, der schafft. Brutale Angelegenheit. Aber man muss wirklich sagen, es ist sehr gut organisiert. Also die Jungs da von Caterpillar, die machen da wirklich tolle Arbeit. Es ist alles geregelt, es sind alle Kreuzungen gesperrt. Wir fahren da wirklich durch, wie wenn wir auf Staatsbesuch wären. Da und dort sind ein paar Schaulustige, so wie die hier, stehen mit dem Fernhinterkoppel und schauen dazu, was wir da treiben. Ja, ist eine echt eine gute Erfahrung und die Black Beauty meistert das wirklich vorzüglich, muss man schon sagen. Also da hätte ich jetzt nirgendwo ein Problem gehabt. Das ist wirklich perfekt. Da steht wieder die Polizei, die da absperrt. Ja, ist ein tolles Geschäft. Da bin ich dem Micha wirklich dankbar. Ich bin auch froh, das habe ich mir mit Caterpillar ausgemacht, dass ich kein Fahrzeug von denen übernehmen muss. Das wäre mir dann doch zu teuer gewesen. Der Micha tut sich da etwas leichter, der ist ja wesentlich, wesentlich größer wie ich. Der hat ja mehr Auflieger als ich Unterwäsche zu Hause. Aber das hat sich alles klären lassen und regeln lassen. Da bin ich froh. Und das bringt wirklich gute Kohle. Wir sind hier in Frankreich unterwegs, von Nantes nach Chivaux oder so ähnlich würde man es aussprechen. Sehr schöne Gegend, auf alle Fälle. Und im Großen und Ganzen eigentlich, trotz dieser wirklich schweren Last, eine sehr angenehme, entspannte Fahrt. Tippitoppi.
Atmosphäre. Gefällt mir sehr gut. Wirklich, wirklich schön. Die machen da wirklich einen super Job. Die Burschen. Was fahren die eigentlich? Ist das ein Mercedes Sprinter, würde ich jetzt mal sagen. Sonnenuntergang. Wunderbar. Leute, was gibt's sonst? Ich habe heute eine Bestellung aufgegeben. Und zwar für einen neuen Shifter, einen Alma Shifter. Es ist ein Racker-Shifter, mit dem man eben Range und Splitter betätigen kann, diese beiden Knöpfe. Am Schaltknopf selbst. Ich habe das Ganze jetzt über meinen Logitech Shifter gemacht und mit zwei Tasten, die ich am Lenkrad belegt habe, gesteuert. Und ja, das ist eben nicht dasselbe und aufgrund dessen habe ich heute diese Bestellung getätigt. Bin mal gespannt, wann die dann kommt. Wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen, da bin ich überzeugt, aber ich freue mich total. Und bin wirklich gespannt, wie sich das Teil dann bedienen lässt. Ja, da freue ich mich wirklich drauf. Am Wochenende war ich mit meiner Frau in einer Therme im Ötztal, in Österreich, in Tirol ist das. Das ist ein 4-Sterne-Tempel. Und da haben wir uns ein paar Tage Entspannung gegönnt, meine Frau und ich. Ich bin endlich dazu gekommen, ein paar Folgen meiner Kollegen durchzuschauen, auf YouTube zu sehen. Ja, es war richtig entspannend und natürlich auch unterhaltsam.
sind, so wie es ausschaut. Was in Frankreich eigentlich auch nicht ungewöhnlich ist. Schönes Cameo. Apropos Cameo, Tom Diesel hat ja inzwischen seinen Next Gen vorgestellt. Und einen ganz tollen Auflieger hat er dann mit dabei. Und die Maschine bekommt die neue Mitarbeiterin von Tom. Die kommt ja von der Rentrans ursprünglich. Die hat beim Micha, war die in Ausbildung oder so ähnlich, irgendwie was in der Richtung habe ich da mitbekommen. Ja, so arbeitet man mit den Kollegen zusammen, das finde ich wirklich sehr gut. Einer hilft dem anderen. Und so soll das sein. Ja Leute, also dieses Geschäft ist so gut wie fix. Ich bin mir da jetzt ziemlich sicher, dass das ein Langzeitvertrag wird mit Caterpillar. Ich werde nicht jede Tour für die fahren, klarerweise dafür bin ich zu klein. Aber so wie das in der Dispo besprochen wurde, mit denen, die werden mich immer kontaktieren. Und dann werden wir das einfach beurteilen, ob wir diesen Auftrag dann erledigen können oder nicht. Natürlich immer wieder mal neu anbieten, ist auch klar. Aber es ist grundsätzlich auch kein Problem für uns. Ja, da freuen wir uns doch. Das heißt aber in Wirklichkeit, ich brauche einen oder eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, vielleicht mit, wenn es irgendwie möglich ist, mit Schwerlasterfahrung. Praxis ist natürlich von Vorteil, insbesondere im Schwerlastbereich. Natürlich würde jetzt auch ein Quereinsteiger oder ein Newcomer sozusagen bei mir die Chance bekommen, das ist überhaupt kein Thema, dann sitzt der eben nicht sofort in dem Fall in der Black Beauty und macht die Schwerlastaufträge, klarerweise, das wird nicht funktionieren. Aber langfristig, mittelfristig, langfristig gesehen würde das aus meiner Sicht schon Sinn machen. Und ich habe immer noch die Plane,
und auch Aufträge, jede Menge für die Plane, die ich eigentlich bewerkstelligen soll. Und ob da nicht vielleicht ein weiterer Auflieger dazu kommt im Kühlgutbereich, das muss ich jetzt wirklich mal scharf durchrechnen. Und ihr wisst ja, die Banken unterstützen mich. Ist ja alles kein Problem, sagen die. Natürlich, die brauchen es auch nicht zurückzahlen. Das Problem habe ich dann nicht in weiterer Folge. Und ja, mal schauen, ob wir uns über dieses Wagnis trauen oder nicht. Aber eigentlich bekomme ich von allen wirklich Unterstützung. Alle sagen, ey Mann, du musst größer werden. Oh, what the fuck. Ich glaube, wir sollten tanken. Das wird sich jetzt noch ausgehen. Ja, Kühlgut zu fahren wäre schon auch eine gewisse, hätte schon einen Reiz für mich auch, klar. Da hätte ich mir schon was dazu überlegt. Ständige Auf- und Zuplanen ist für mich auch nicht unbedingt das prickelndste, sozusagen. Das artet ja eigentlich immer richtig in Arbeit aus, in Knochenarbeit. Ja, so ein fester Aufbau hat schon seine Vorzüge. Und eine zweite Zugmaschine wäre dann sowieso sinnvoll. Das ist jetzt nur die Frage, was. Ein Next Gen würde ich mir jetzt nicht unbedingt noch leisten oder nicht mehr leisten wollen. Das Ganze läuft dann ja über Kredit. Dafür immer noch eine Variante für mich. Ich finde dafür wirklich ein gelungenes Auto. Die Probleme, die wir da hatten mit dem ersten DAF, ja, spricht nicht für sich, aber wenn das keine guten Auto wären, dann würden nicht so viele unterwegs sein. Also ich würde mal behaupten, in Österreich ist DAF schon eine ganz dominante und stark vertretene Marke, insbesondere der 106er. So, der hat sich jetzt in Luft aufgelöst, der Kollege. So.
kurz mal raus, die Leute begrüßen. Ja, servus. Ich habe diesen Kondensator über Caterpillar gefahren. Den können wir stehen lassen. Ah, du sprichst gar nicht Deutsch, alles klar. Do you speak German? Der schaut irgendwie krank aus, der Typ, oder? Der versteht mich auch nicht. Der schaut gleich weg. Ja, Leute, ich werde jetzt einfach mal Caterpillar anrufen, wer hier der Ansprechpartner ist. Habt ihr das schon gesehen? Die Black Beauty blinkt jetzt. Die haben wir dazu installiert, nachdem wir dieses Geschäft mit Caterpillar angenommen haben. Ja, schon wirklich sehr imposant, so eine Fracht. Also, ich versuche, dass wir die Fracht hier abladen können oder hier irgendwo hinbringen können, whatever. Danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Hermi.